Es ist mal wieder Zeit für einen Disney Haul. Hallo meine Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Disney Haul hier auf meinem YouTube-Kanal. Und ja, es ist Zeit für den Oktober-Haul. Schon wieder einen Monat vorbei, Halloween ist eigentlich schon vorbei. Also bei mir ist es tatsächlich so, sobald Halloween vorbei ist, komme ich so langsam in Weihnachtsstimmung. Aber ich werde auch nicht direkt jetzt am 1. November umdekorieren, aber tatsächlich schon Anfang November werde ich hier die Halloween-Deko wegpacken und dann die Christmas-Deko hochholen, was ganz schön anstrengend wird, weil alles natürlich im Keller ist und ich mehr Christmas-Kartons habe als Halloween-Kartons. Und ich ja eigentlich letztes Jahr meine Weihnachtssachen gar nicht rausgeholt habe, weil ich ja letztes Jahr gar nicht dekoriert habe. Dementsprechend weiß ich gar nicht, was da noch alles drin ist. Ich hoffe, dass alles heile geblieben, aber das sehen wir dann im November. Also bei mir ist tatsächlich so, ab 1. November komme ich in Weihnachtsstimmung. Wie ist es bei euch? Schreibt es mir gerne unten in die Kommentare. Und wenn ihr neu auf meinem YouTube-Kanal seid, würde ich mich natürlich über ein Abo freuen, wenn ihr meinen Kanal supportet. Wir gehen ja langsam auf die 10.000 Abonnenten zu. Und ja, like das Video, wenn es euch gefällt. Und ja, kommen wir eigentlich zum eigentlichen Thema, zum Haul. Wie immer zeige ich euch, was ich alles gekauft habe. Ich habe auch einige Sachen zugeschickt bekommen, netterweise, die ich euch natürlich auch zeige. Wir haben was bei dem Shop Disney dabei, natürlich aus dem Disneyland Paris. Neue Röcke habe ich mir bestellt. Genau, verschiedene Sachen, alles Mögliche dabei und ich würde sagen, wir starten. Starten wir doch heute mal mit Shop Disney, ganz ungewöhnlich. Und ja, ich habe sehr schöne Stücke dabei. Und in letzter Zeit gibt es ja auch eigentlich fast nur Rabatte bei Shop Disney auf viele Sachen. Und da habe ich natürlich auch zugeschlagen. Fangen wir an mit dem Spirit Jersey. Jetzt guck gerade hier, aber ja, der zum 100. Geburtstag. Den hatte ich ja auch schon im Disneyland an beim 100. Geburtstag. Und ich war sehr happy. Eigentlich habe ich ihn nur mitgenommen für Fotos. Aber es war so kalt, dass ich echt froh war. Ich habe ihn dann einfach angelassen nach den Fotos, weil es gefühlt echt Wintereinbruch war. Genau, das ist er. Er hat eigentlich 80 Euro gekostet, aber wie gesagt, gab da Rabatt. 15% habe ich auf den bekommen und dann hat er am Ende nur noch 70 Euro gekostet. Er glitzert wunderschön, ihr seht das. Mega. Was ich ein bisschen schade finde, was ich bei dem hätte richtig cool gefunden, nicht das Walt Disney World Zeichen hier vorne mit 1971, sondern natürlich, wann Disney 100, also wann Disney gegründet wurde, 1923. Das hätte ich viel schöner gefunden mit irgendwie einem Disney D, weil das wäre echt passend gewesen, weil hinten steht ja auch nicht Walt Disney World drauf, sondern Disney 100, 100 Years of Wonder. Und hier unten das Mickey Mouse Feuerwerk dazu. Also ja, das hätte ich so ein bisschen schöner gefunden, muss ich sagen, als anstelle dieses Walt Disney World Zeichen, was ich eh nicht ganz so schön finde. Ich weiß, ich habe es auch hier drauf. Ah ne, doch, ist es auch drauf. Aber ja, ich finde, zu dem Jersey hätte was anderes viel besser gepasst. Ja, dann gab es ja auch passende Ohren dazu, die es aber nicht direkt zum Release gab. Die gab es dann jetzt ein bisschen später. Die habe ich mir dann im Nachhinein jetzt noch bestellt. Ich muss jetzt mal schauen nach dem Preis. Ich habe eigentlich schon mein Konto vorher aufgemacht, dass ich nicht nachher suche, aber es sind verschiedene Bestellungen gewesen. Achso, und mit dem Spirit Jersey hatte ich eigentlich den Becher mitbestellt. Genau, den kann ich euch auch zeigen, hat 40 Euro gekostet, aber der wurde mir irgendwie storniert. Warum auch immer, keine Ahnung, er war auch noch online, ist auch vielen von euch passiert. Dann habe ich ihn nochmal bestellt, weil er natürlich online war und habe noch ein paar Sachen dazu bestellt. Das muss ich mal gucken. Wir kommen zu den Ohren, kommen wir gleich. Machen wir erstmal die Bestellung, genau. Also 40 Euro hat der gekostet, der ist riesig und ich freue mich jetzt, ihn endlich auch testen zu können. So sieht er von innen aus, ist natürlich kein Thermobecher, aber trotzdem finde ich ihn einfach mega schön. Also, große Liebe. Hier steht natürlich auch Disney 100. Und ja, es ist mein erster Starbucks-Becher. In Amerika sind die ja mega gehypt. Gibt ja zu jeder Jahreszeit neue Tumblr, nennen die ja. Und das ist der erste, den es jetzt bei uns in Europa gab, bei Shop Disney. Vielleicht kommen sie auch mal irgendwann in die Parks. Aber ja.
Und da ich ja ungern Versand bezahle, ihr kennt das, ne? Bestellung über 800 Euro und 6,99 Versand, das möchte man nicht zahlen. Ne, so viel war die Bestellung ja natürlich nicht, aber ich wollte trotzdem keinen Versand bezahlen bei Shop Disney. Und da es einen Rabatt gab, habe ich mir dazu noch zu dem Tumblr noch das hier bestellt. Zu Weihnachten diesen Teelichthalter in Mickey-Form mit dem Schloss vorne. Die aussieht wie als eine Weihnachtskugel und mit Rabatt war. Also Rabatt auf dem Tumblr gab es nicht, der war 40 Euro ohne Rabatt. Und der hat mit Rabatt dann 28 gekostet. Genau, wie gesagt, jetzt schon für Weihnachten, kann direkt hier oben bleiben. Und ja, und dann gab es die Ohren, passend zum Jersey. Und da wollte ich natürlich auch keinen Versand bezahlen. Dementsprechend habe ich mir auch was dazu bestellt. Und es gab ja auch Rabatt wieder. Jetzt muss ich nur die Bestellung kurz öffnen, dass ich auch euch sagen kann, was es am Ende gekostet hat. Genau, die Ohren haben ursprünglich 36 Euro gekostet mit Rabatt 28,80. Und dazu habe ich mir noch zwei Kissen bestellt für 25,60 mit Rabatt. Zeige ich euch gleich, aber ich zeige euch jetzt mal die Ohren. So sehen die aus. Passend zum Jersey finde ich super schön, weil hier Walt und Mickey oben drauf sind, auch mit diesem Feuerwerk. Und das sind die Ohren, die ich vergessen habe. Ich habe ja mein Moni, zeig mal deine Ohrensammlung hochgeladen, wenn es euch das interessiert, wie viele Paar Ohren ich besitze. Schaut da gerne mal rein. Am Ende des Videos sage ich auch, wie viele ich besitze und die habe ich euch vergessen zu zeigen als Bild, weil die lagen noch bei meiner Mutter und ich habe vergessen, das Bild einzublenden, es tut mir leid. Aber das sind die Ohren, die ich gemeint habe und hier sind sogar, habe ich vorher gar nicht gesehen, so kleine Kristalle drin. Genau. Ja, also einmal die Ohren passend zum Jersey und wie gesagt, zwei Kissen dazu bestellt, weil ich kann nicht ein Kissen bestellen. Das habe ich mich geärgert bei den Halloween-Kissen damals. Deswegen bestelle ich jetzt einfach immer zwei Kissen. Und das sind die. Die finde ich super süß. Ich mag diese Felloptik. Die passen eigentlich immer. Egal zu welcher Jahreszeit. Gut, im Sommer sind sie ein bisschen warm wahrscheinlich. Dennoch super kuschelig. Meine Mama hat sich auch ein paar bestellt. Habe ich ihr direkt da gelassen. Ein paar vor allem. Ein Kissen, nicht ein paar. Ein Kissen. Die wollte nur eins, genau. Also das sind die. Mega schön und ja, freue mich, die jetzt dann auf der Couch zu dekorieren. Ja, und das war alles von Shop Disney. Machen wir weiter mit wunderschönen Stitch Choupé by Loungefly Sachen. Und wenn ich sage wunderschön, ich bin einfach krass verliebt. Ihr wisst, ich bin dieser Marke verfallen, was Röcke angeht. Und jetzt gab es neue Weihnachtsröcke, habe ich übrigens alle bei Funko Europe bestellt. Also es gibt es auch noch, auch bei den Shop Disney Sachen. Wenn es die Sachen noch gibt, verlinke ich euch natürlich alles unten in der Infobox. Könnt ihr gerne mal nachschauen. Und die Sachen, die ich euch jetzt zeige, gibt es auch noch. Sie sind nicht ganz günstig, aber ja, im Insta-Sale habe ich ja ein bisschen Geld reingeholt. Und ich werde auch demnächst auch einen machen. Aber ich muss mich auch wieder nicht rechtfertigen, was ich mir für mein Geld kaufe. Das ist auch schon mal wieder das Thema. Hashtag Kaufsucht, wer uns auf Instagram folgt. Weiß, dass wir in den letzten Wochen da krassen Gegenwind zu bekommen haben, dass wir uns so viel kaufen, Hashtag Kaufsucht, bla bla. Es ist, ich sag nur kurz was dazu, es ist mein Geld, ich gehe dafür arbeiten, ich weiß, was ich mir leisten kann und möchte und deswegen, wem es nicht passt, sage ich immer wieder, wer meine Videos nicht sehen möchte oder wem der Neid zu groß ist, der kann auch gerne abschalten. Ihr möchtet gerne die Hauls sehen, ihr möchtet gerne die Preise wissen, weil das die Mehrheit ist und das mache ich auch gerne. Ja, so viel dazu. Also, wie gesagt, sehr schöne Sachen von Stitch Choupé by Loungefly. Und die ersten Sachen werden auch schon nächste Woche mit ins Disneyland kommen. Und zwar einmal hier diese Schneemann-Mickey-Maus-Tasche. Ist die nicht knuffig? Oh, ich liebe es. Hat 110 Euro gekostet. Es gibt wieder einen Pin bei den Sachen dazu. Mit Chip and Dale und Schneemann. Eigentlich echt ein richtig süßer Pin und Mickey Schneemann. Und ja, so sieht die Tasche aus von vorne. Hat einen langen Gurt dran. Und hinten habt ihr dann zwei Reißverschlüsse. Hier unten halt so ein kleines Fach im Kopf. Hier ist noch Papier drin, sehe ich gerade. Muss ich mal rausholen. Genau, ist schwierig zu zeigen. Ich hoffe, man sieht es. Ja,
Da ist dieses Muster drin mit Mickey als Schneemann. Also das ist oben so ein kleines Fach. Und dann unten gibt es noch ein größeres Fach. Ist auch noch Papier drin. So, genau, so sieht das aus. Ja. Mega süß, wie gesagt, komm nächste Woche mit ins Disneyland, weil das ist jetzt auch nicht so weihnachtlich, sondern es ist halt winterlich und die kann man auch dann nach Weihnachten anziehen, weil ich finde, also wenn die Christmas Season geht ja noch bis Januar im Disneyland, aber nach Christmas fühle ich es nicht mehr dann so, das auch anzuziehen. Ist wie nach Halloween, ne? Dann ist bei mir vorbei. Deswegen sowas kann man dann auch noch gut im Januar anziehen. Passend dazu gab es den wunderschönen Rock, der hat 90 Euro gekostet. Ich trage immer in den Röcken Größe L, aber die ist schon ein bisschen groß. Also ich könnte auch M tragen, weil die hier hinten einen Gummizug haben. Also sie sind auf jeden Fall stretchig. Viele fragen mich, wie denn die Qualität ist. Hier ist auch derselbe Pin wie bei der Tasche dran. Ich finde die Qualität super, auch jetzt mit dem Tüll hier drüber. Viele haben gefragt, ja, wie ist denn der Tüll? Also ich finde es sehr hochwertig. Das Muster auch wieder mega schön passend zur Tasche. Wir haben alle Charaktere drauf. Mickey, Minnie, Goofy, Donald, Daisy und Pluto und auch Chippendale mit Schneemann. Hier auf der Seite sind sie hier auf der Seite. Genau, wie gesagt, ich trage immer L in den Röcken. Ja, passend. Und da kann man auch einen guten Pullover dann da drunter ziehen. Dann hat man immer noch genug Platz. Also mein Outfit für Samstag ist auf jeden Fall gesichert. Die passenden Ohren zeige ich euch später auch noch dazu. Und noch einen Rock habe ich mir bestellt. Ist zwar jetzt vorbei, die Season. Vielleicht ziehe ich ihn dann nochmal am Sonntag dann im Europapark an. Und zwar ist es der Halloween-Rock für 82 Euro. Weil ich finde ihn auch total toll. Erstmal, dass es Punkte hat und so weiter. Ich glaube, es leuchtet auch im Dunkeln. Und dann hat man halt die drei verschiedenen Möglichkeiten. Ich habe ja Geistohren, ich habe Halloween-Ohren, die habe ich jetzt nicht, aber ja, die jetzt auch nicht gedreckt. Die gab es ja auch mal in diesem Ballon-Optik. Aber mega schön, so sieht er aus. Ihr seht ja die Try-Ons auch und hinten sind einfach nur ganz normale Punkte. Ja, das waren die drei Sachen von Stitch Shop hier bei Loungefly. Wie gesagt, die Marke. Ich weiß, ihr möchtet auch mal einen Moni zeigt mal deine Röcke sehen. Da zeige ich euch auch gerne mal alle meine Stitch-Chopé-Röcke, die ich habe. Und demnächst kommt tatsächlich auch noch eine Steamboat-Willy-Kollektion. Ja, ja. Jetzt zeige ich euch was ganz Besonderes, was mir zugeschickt wurde von Kikis Kringels. Verlinke ich euch gerne unten die Instagram-Seite und auch die Etsy-Seite. Denn Kiki macht selbst gebastelte Weihnachtskränze. Auch im Disney-Design. Und ich zeige euch jetzt den, den ich mir ausgesucht habe. Also, das ist der Knaller. Ich versuche ihn jetzt hier einigermaßen anzuheben. So sieht er aus. Im Frozen-Thema. Genau, ich zeige euch hier die Charaktere. Da sind die Eltern von Elsa und Anna. Hier oben ist, jetzt muss ich mal gucken, dass ich die Kamera, dass ich euch das auch zeige. Genau, oben ist Olaf und Christoph. Und einfach diese Farbgebung, also und diese Größe. Ich bin krass verliebt, muss ich sagen. Vielen Dank an der Stelle fürs Zuschicken. Sie hat auch noch Toy Story, sie hat auch mal Rapunzel gemacht. Marvel habe ich gesehen auf ihrer Instagram-Seite. Also richtig viele verschiedene, auch Paw Patrol und Simpsons und Germany's Next Topmodel. Also viele verschiedene Weihnachtskränze. Auch wenn ihr die nicht im Etsy-Shop findet, könnt ihr sie gerne direkt auf Instagram anschreiben und nachfragen, ob sie sowas für euch bastelt. Ja, wie gesagt, selbst gemacht, selbst gebastelt, mega krass und ja, wird einen ganz besonderen Platz hier in der Wohnung finden, wenn ich finde ihn mega krass. Also an der Stelle vielen, vielen Dank. Kommen wir jetzt zu einzelnen Sachen und dann zeige ich euch noch was, was ich zugeschickt bekommen habe und dann zeige ich euch das Disneyland Paris zum Schluss, wie immer. Und zwar einmal die neue D23-Zeitung. Und ich habe sie schon bei so vielen in der Story gesehen. Die werden ja zu meiner Mama geschickt nach Deutschland. Und ja, ich war so happy, sie jetzt auch dann in den Händen zu halten, weil schaut euch einfach dieses Cover an. Also dieses Cover zum 100. ist einfach der Wahnsinn. Genau, hinten sieht es so aus. You made this dream come true mit der 100.
Ich habe tatsächlich noch nicht reingeschaut, aber ja, es ist super schön. Also hinten sehe ich schon mal eine Timeline mit dem Disney 100. Was haben wir da noch drin? Marvel sehe ich hier. Winnie Pooh. Ja, also verschiedene Artikel. Hier Musicals gibt es auch. Ja, die verschiedenen Filme. Zu welcher Jahreszeit? Also ja, aber allein dieses Cover, einfach der Wahnsinn. Genau. Kriegt man aber nur, wenn man D23-Member ist. Und ich meine, wenn ihr euch jetzt dann anmeldet, seid ihr auch für dieses Cover leider zu spät. Dann war die Annika auf der Spielemesse in Essen und hat mir die Locana-Karte mitgebracht, die es nur auf der Spielemesse gab. Seht ihr da unten? Das ist die exklusive Karte von der Spielemesse ist. Richtig cool. Vielen, vielen Dank an der Stelle. Ich habe ja auch die von der Gamescom. Es gab noch eine mit den Musketieren, aber ich glaube in den USA. Also ich glaube, da wäre ich nie dran gekommen. Aber hier, die aus Deutschland. Ja. Und jetzt kommt ja auch bald Kapitel 2 raus im November. Bin sehr gespannt. Hat ja ein bisschen abgeflacht, das Thema. Bin mal gespannt, ob es mit Kapitel 2 dann wieder ein bisschen aufgefrischt wird. Dann war die Daria im Müller unterwegs. War es Müller oder war es Rossmann? Irgendwo, auf jeden Fall, schickt sie mir dann immer Bilder. Und ja, sie hat mir dann Stirnbänder mitgebracht. Einmal hier das Rosane. Hat 13 Euro gekostet. Dann einmal hier so ein sommerliches für auch 13. Sieht halt so aus. Und da an der Ecke ist eine Miki. Und ein schwarzes, auch für 13. Ist halt ein Stirnband mit einer Miki drauf. Genau. Ich trage ja im Herbst und Winter sehr gerne Stirnbänder, wenn ich vor allem meine Haare geschlossen habe. Und das letzte Teil, das habt ihr schon im Paris-Vlog gesehen, als wir in dem Shop waren und Daniel nicht so begeistert war. Ich habe ihn mir trotzdem mitgenommen, den Chip. Genau, ich habe mir jetzt diese Eselsbrücke. Schwarze Nase ist Chip, weil wegen Chocolate Chip. Den Cookies, die seien ja auch schwarz, also haben auch schwarze Stückchen drin. Genau, deswegen Chip, das ist Chip. Und ja, für 30 Euro gab es den Pullover, der ist super kuschelig warm. Jetzt perfekt hier für die Schweizer kalten Wintertage. Und ja, gab es bei, muss ich mal gucken, Unditz. Ich gucke mal, ob es online gibt, kann ich euch gerne dann verlinken, wenn ich es finde. So heißt der Laden, war am nicht Gare de Lyon, sondern Gare de Est. Auf jeden Fall da, wo wir Brina abgeholt haben, gab es den Laden. Und da gab es ganz viele Disney-Sachen. Auch mit Mickey gab es den und mit Stitch und so. Also gab es echt viele Disney-Sachen. Und ja, da habe ich mir den Chip-Pullover mitgenommen. Kommen wir zur vorletzten Firma, bevor wir zum Disneyland Paris kommen. Und zwar zu Eastpak. Eastpak hat auch eine Disney 100 Kollektion rausgebracht und ich hatte es dann in der Story gepostet. Ich halte euch ja immer up to date, wenn ich irgendwas Cooles finde an Merch, poste ich halt in der Story mit Links, dann seht ihr immer, was es so Neues gibt. Heißt nicht, dass ich immer alles kaufe, aber im Nachhinein hat mich dann Eastpak, weil ich sie verlinkt habe, gefragt, ob ich denn gerne ein paar Sachen zugeschickt bekommen möchte. Und ja, ich muss sagen, da sagt man doch nicht nein. Habe mir ein paar Sachen ausgesucht, sie haben aber noch ein paar Sachen mehr reingelegt und die möchte ich euch natürlich jetzt auch zeigen. Und zwar, ja, ein Eastpak-Rucksack und das ist, muss ich sagen, meine Jugend. Viele hatten natürlich auch den Eastpak als Schulranzen damals, als Schultasche. Und ja, verschiedene Farben gab es damals und es war mal lustig, weil die Gurte müssten natürlich ganz unten eingestellt sein. Und ich glaube, das geht mittlerweile mit denen gar nicht mehr. Aber man hat es natürlich also ganz tief gestellt und dann beim Tragen immer aufgeschnipst, dass der Gurt abfällt, ne? Wer kennt's noch von euch? Jetzt mittlerweile geht's nicht mehr, haben sie vorgesorgt. Jetzt haben sie hier so eine doppelte Lasche. Früher ging das, jetzt nicht mehr. Ne, ist nicht mehr drin. Aber das war tatsächlich witzig. Immer ganz unten, dass der Rucksack in den Kniekehlen hing. Ja, das war noch, das war so meine Jugendzeit. Gibt's aber jetzt auch mit verschiedenen Disney-Designs. Ich habe mich fürs schlichte Design entschieden. Hier unten steht Disney und hier habt ihr die schwarzen Mickey-Köpfe drauf. Gibt aber noch krassere Designs, viel auffälligere. Und innen drin habt ihr auch das Disney 100-Logo.
Ich verlinke euch die Sachen, wenn es noch online gibt, natürlich auch unten in der Infobox. Leider sind die Sachen sehr begehrt. Also ich zeige euch gleich noch eine Sache, die ihr auch schon bei Instagram kaufen wolltet, als ich sie gepostet habe, die leider ausverkauft ist. Ich hatte Eastpak auch schon angeschrieben. Die haben mir gesagt, dass sie gerne im E-Commerce-Bereich nochmal nachfragen, ob die Sachen, ob die Tasche vor allem, die ich euch gleich zeige, noch nachkommt. Aber darüber halte ich euch dann auf Instagram auf dem Laufenden. Ja, also einmal gab es den Rucksack. Dann gab es ein, ja, kann man natürlich vielseitig nutzen, ein Mäppchen, ein Kulturbeutel, was auch immer, in diesem Mickey-Design. Passt zum Koffer, den ich euch gleich noch zeige. Innen drin habt ihr auch das Disney 100-Logo, noch ein Reißverschluss und ja. Kann man, wie gesagt, als Mäppchen nutzen oder halt als, also ich gehe ja nicht mehr zur Schule oder so, ich brauche kein Mäppchen mehr. Ich werde es fürs Reisen benutzen. Sieht so aus. Dann das, was ihr sehr gerne auch mir bei Instagram schon was ihr kaufen wolltet, ist diese Umhängetasche. Aber heiß begehrt. Mir hat aber auch jemand gesagt, und das habe ich auch selbst einmal gesehen, dass Eastpak immer um 7 Uhr oder um 8 Uhr morgens, wie ähnlich bei Shop Disney, die Kollektion updatet. Und manchmal hattet ihr dann noch Glück, am nächsten Tag zu schauen, dann habt ihr die Tasche auch noch bekommen. Aber wie gesagt, sie ist sehr begehrt, hat auch so ein Stoffmuster, aber dann kann man sie ganz gut abwaschen. Passt dann zu super vielen Outfits, hat echt viel Platz auch drin, also hat auch dieses Logo innen drin, dieses Disney 100 Logo, also echt eine mega coole Tasche. Und viele auf Instagram haben gefragt, ob die kleine Tasche dazu ist. Nee, die ist separat, gibt es aber, soweit ich gesehen habe, auch nicht mehr. Hat hier so einen kleinen Haken und ja, kann man dann auch natürlich für Kleingeld nutzen oder bei Frauen für Tampons oder Schmerzmittel oder was auch immer. Genau, gab es auch dazu, die zwei Sachen. Und das Highlight, es gibt auch Koffer. Und ich habe den Handgepäckkoffer bekommen. Versuche ich jetzt mal hier zu zeigen. So sieht der ganze Spaß aus. Das ist die Handgepäckgröße. Es gibt drei verschiedene Größen von den Koffern. Und was gut ist, was ihr mir auch geschrieben habt auf Instagram bei den Koffern, die haben Skateboardrollen. Und die halten wohl richtig viel aus. Ich habe ihn jetzt schon einmal benutzt, als ich ihn hierher transportiert habe, weil das war auch alles bei meiner Mama. Und ja, so sieht er aus. Von vorne, hier hat er auch noch eine Tasche. Hier hat er noch so einen Griff. Hier oben hat er einen Griff. Man kann es an der Seite mit den Clips nochmal zumachen, wenn man gepackt hat. Und so sieht es von innen aus. Zwei Seiten. Super viel Stauraum und hier ist noch so ein kleines Fach. Genau, so sieht der Koffer dazu aus. Wie gesagt, gibt es in drei Größen und mal gucken, wenn der stabil oder wenn er mich überzeugt, kaufe ich vielleicht auch den großen, weil mein ganz großer Koffer von American Tourister macht leider, also nicht, dass es schlecht ist oder so, ich habe den wirklich sehr lange benutzt. Ich habe ihn damals zu Mickys 90. Geburtstag gekauft, im Dreierpack, im Dreier-Set. Und mittlerweile, der wird aber auch sehr oft genutzt und auch sehr nicht gut behandelt, wenn ich mit dem Zug fahre oder so. Deswegen, unten ist so langsam, das ist ja eine Hartschale, ist es gerissen. Er rollt noch, er funktioniert noch. Ich werde ihn auch mit Panzertape noch kleben, aber irgendwann brauche ich einen neuen großen Koffer. Vielleicht bei den Black Friday Tagen oder so werde ich mir dann einen neuen kaufen. Aber wie gesagt, das sind die Eastpak Sachen gewesen, die ich zugeschickt bekommen habe. Vielen Dank an der Stelle nochmal. Und jetzt kommen wir zum Disneyland Paris. Ja, ihr wisst ja, ich war im Oktober zweimal im Disneyland. Genau, und dementsprechend gab es dann ein paar Sachen, die ich mitgenommen habe und das Disney 100 Event war natürlich auch dann da und zum Disney 100 Event gab es Popcorn-Eimer. Den habe ich mir jetzt mitgenommen. Es gab sie in Silber, in Lila und dann gab es auch noch eine Kutsche. Ja, ich weiß noch nicht, ich habe noch den von der Pride und jetzt halt hier den. Also es ist für mich halt nur Deko. Ich weiß nicht, was man sonst mit den Popcorn-Eimern so macht, aber außer sich schön hinstellen. Genau, also den gab es einmal, ich glaube mit Popcorn hat er 25 Euro gekostet. 22 oder 25 Euro mit Popcorn. Und da gibt es ja auch leider keinen Jahresrabatt drauf. Ich habe es jetzt ungeordnet hier auf meinem Schoß liegen, deswegen kommt es einfach jetzt ungeordnet, wie es was, was ich so habe. Dann eine liebe Followerin hat mir hier die Ohren mitgebracht. Die gab es dann kurz nachdem wir dann gefahren sind. Jetzt neu, die kosten 6 Euro. 25 Euro.
passend dann auch zu dem Rock und zu der Tasche, also ziehe ich dann auch am nächste Woche Samstag zu den anderen Sachen an. Mega schön. Gibt es auch noch vor Ort. Dann gab es den, hat mir auch eine liebere Followerin mitgebracht, weil man musste im Walls essen gehen, um diesen Pin zu kaufen. Ich weiß nicht, ob es den noch gibt. Der war ist auf jeden Fall limitiert auf 2023 Exemplare. Und man durfte nur einen pro Person kaufen. Ich weiß gar nicht, ob er so gekostet hat. 26 oder 30 Euro, ich weiß es nicht mehr genau. Genau, wie gesagt, gab es nur, wenn man dort essen war und einmal pro Person. Und genau, das hatte ich dann gepostet, ob mir den jemand mitbringen kann an dem Tag. Und ja, hat mir dann eine liebe Followerin mitgebracht. An der Stelle vielen, vielen Dank, falls du das Video nochmal, falls du das Video siehst. Genau, wir haben uns ja dann am Schloss getroffen für die Übergabe. Dann, was ich auch nächste Woche auf jeden Fall anziehen werde, ist dieser Hut. 25 Euro hat er gekostet. Fischerhut mit Mickey-Ohren im Winterstil. Bin ich direkt dabei, direkt sold. Ja, weiß ich, ob es sie noch gibt. Ich denke mal schon, aber ja, wartet nicht zu lang, weil die sind bestimmt auch sehr begehrt. Sowas ist ja auch eigentlich nur in Tokio oder sowas. Gibt es das eigentlich ja. Und ich bin echt froh, dass wir jetzt auch mal langsam solches Merch bei uns bekommen. Mit den Ohren hat die liebe Followerin mir noch die neue, eine der neuen Tüten mitgebracht. Das ist jetzt die kleine Version. Ich weiß nicht, was die 2, 3, 4 Euro oder so sind, die Preisunterschiede von den Tüten. Made in Vietnam, habe ich auch noch nie gelesen. Genau, das ist die Farbe der kleinen Tüte. Die mittlere hat entweder rot oder blau und die große dann halt entweder rot oder blau. Weiß ich jetzt gar nicht, aber ich kauf mir sie auf jeden Fall nächste Woche und zeige sie euch natürlich auch in den Vlogs. Das ist die Vorderseite, das ist die Rückseite. Ja, finde ich ganz süß, muss ich sagen. Das Muster, sind Pixar-Charaktere drauf, Marvel, ja, Mickey Mini natürlich und das Schloss. Ich finde die Tüten super. Dann hat die liebe Cheryl, die ich auch nächste Woche dann nochmal wieder sehe mit ihrer Mutti, mir noch was gesammelt mitgebracht. Einmal in dieser coolen Zip-Tüte hier. Die ist ja sonst auch nur, die gibt es nur in Amerika. Genau, einmal den Halloween-Button von diesem Jahr hat sie mir mitgebracht. Dann den Christmas-Button von letztem Jahr. Und zwei Karten, und zwar einmal die Minnie-Maus-Karte vom Polka Dot Day und die It's a Small World-Karte. Da sind ja diese Sammelkarten, jetzt gibt es ja auch zu Halloween, weil 5 Tage vor Halloween kommen sie da mit den Sammelkarten raus. Denke ich mir super, wow. Und dann diese Zeitung, diese Lyrics gibt es da hinten von It's a Small World und noch ein paar Daten. Genau, an der Stelle vielen Dank, Cheryl. Ich freue mich auf nächste Woche. Dann, auch mit den Glitzerohren, hat die liebe Followerin mir auch den Pullover mitgebracht. Den könnte ich auch nächste Woche anziehen. Ich bin noch so unentschlossen, was ich nächste Woche anziehen soll. Genau, der sieht so aus, kostet ohne Jahreskartenrabatt 70 Euro. Hier vorne habt ihr Mickey und Minnie beim Skifahren. Das ist auch so ein super cooles Schweizer Motiv, also nicht nur Schweizer, aber ne, wenn man hier jetzt in die Berge geht oder so, ist das dann natürlich ein super passender Pullover. Hinten habt ihr noch Goofy, der auf seinen Schlittschuhen, habe ich Schlittschuhe gesagt? Ich meinte natürlich Ski, nicht Schlitten, Schlittschuh. Oh, Skiern, auf seinen Skiern steht. Und Mickey der Mini natürlich auch auf ihren Skiern, nicht Schlittschuhen. Ich habe jetzt hier Größe L, er ist ein bisschen kurz. Aber mit Rock geht das auf jeden Fall klar. Dann gab es zum 100. Geburtstag auch den Schlüssel, den man nur über Limebirdie bekommen hat. Und ich hatte Glück und habe eine Reservierung bekommen, konnte zwei kaufen. Einen habe ich ja an euch verlost auf Instagram. Sieht so aus, hat ohne Jahreskartenrabatt 29 Euro gekostet. Ist auch auf 2023 Stück limitiert. Ich hole ihn auch nochmal raus. Und hier hinten steht noch das... Am 16. Oktober 1923 die Walt Disney Company Geburtstag hatte. Ich habe ihn, glaube ich, euch auch nicht im Disney 100 Video gezeigt. Ist ganz schön schwer, ihn da rauszubekommen jetzt. So sieht er aus. Unten das Schloss, was steht hier? Walter E. Disney und Roy O. Disney steht hier drauf und 1923 hier auf dem Dings und hinten steht... 16. Oktober 23, Disneyland Paris und ich habe die Nummer 65 von 2023 Stück.
steht. Da oben. Ja, also hatte ich auch Glück. Ich habe ja schon den It's a Small World Schlüssel. Klar, was macht man damit, außer jetzt halt so in den Schrank stellen. Aber ich finde so besonderen Events, finde ich die Schlüssel ganz cool. Bleiben wir beim 100. Geburtstag. Da gab es nämlich noch einen Trinkbecher, den man sich kaufen konnte. Der sieht so aus. Mit dem Disney von Disneyland Paris drauf, hinten das Disney 100 Logo, oben halt die Mickey, die auf dem Deckel sitzt, was ich richtig schön finde. Und da muss ich sagen, muss ich mich bei Cheryls Mutti bedanken. Sie hat mir nämlich den Becher geschenkt. Super nett. Vielen Dank, Mutti. Wir sehen uns ja nächste Woche wieder. Und ja, was ich aber erstmal voll getestet habe bei Brinas Becher, weil die hat den vorher gehabt, ob er wasserdicht ist. Weil das hatte ich bei dem 30. Geburtstag Becher, den ich auch habe, dann im Nachhinein gesehen, dass er leider nicht 100% wasserdicht ist. Wenn man ihn umkippt, dann läuft es halt ein bisschen aus, was unpraktikabel ist, finde ich. Und der ist tatsächlich wasserdicht, habe ich getestet im Hotel. Man macht es dann hier so an der Seite auf und dann musst du es auf jeden Fall wieder einklicken, einrasten. Dann ist er auch dicht und ist ja natürlich ein Thermobecher. Ja, also bin jetzt froh, den auch ausgepackt zu haben und euch gezeigt zu haben, weil dann kann ich ihn nämlich endlich benutzen. Ich glaube, er kostet 18 Euro ohne Getränk und 19 oder 20 Euro mit Heißgetränk dann. Genau. An der Stelle vielen, vielen Dank an Mutti. Und das letzte Teil war ein Notkauf. Das ja, kann man sich natürlich immer schön reden, aber es war wirklich am 16. Oktober so kalt und wir haben ja sehr viel gewartet auch und hatten ja unsere Sitzstühle dabei und mir war so kalt, dass ich mir einfach eine Decke kaufen musste. Die Decke habe ich mir gekauft. Ich habe leider den Preis nicht mehr dran. Ich glaube 26 Euro oder so. Und dann die Jahreskartenrabatt. Ich weiß es nicht mehr genau. Da steht hier oben Disneyland Paris drauf. Und es ist Mickey hier unten. Ganz groß. Ja. War ein Notkauf. Also manchmal, ich bin ja eigentlich für jede Temperatur vorbereitet. Ich hatte Handschuhe dabei, ich hatte ein Stirnband dabei, aber dass es so kalt wird an dem 16. Oktober, habe ich wirklich nicht mit gerechnet. Und ich hatte eigentlich auch vor, noch ein anderes Outfit anzuziehen, was sehr viel leichter bekleidet war. Ich wäre erfroren. Also ich bin so schon erfroren, aber es war einfach wirklich super kalt. Und es war wirklich nur der eine Tag. Einen Tag später war es wieder wunderschön warm. Also nicht wunderschön warm, aber es war halt wärmer als an dem 16. Naja, deswegen der Notkauf. Packe ich wahrscheinlich ins Auto oder irgendwie so. Also auf die Couch passt jetzt hier farblich jetzt leider nicht. Aber wird auf jeden Fall Verwendung finden. Oder ich nehme ihn halt dann im Winter jetzt nächste Woche mit. Wenn wir wieder ein bisschen in Paris sind, habe auch wieder den Sitzhocker dabei für meine Mama. Wenn wir dann irgendwo warten oder so, vielleicht kann sie sich dann auch damit zudecken. Genau, das war's. Das war alles, was ich euch zeigen konnte im Oktober, was ich gekauft habe. Mega schöne Sachen dabei, muss ich sagen. Bin sehr happy und freue mich, die ersten Sachen dann nächste Woche auszuführen. Die erst aus den ersten Sachen jetzt zu trinken. Und ja, das war's. Schreibt mir gerne unten die Kommentare, ob was euch am besten gefallen hat, was ihr euch vielleicht nachkauft. Und damit verabschiede ich mich bei euch. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst bitte einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, drückt auf die Glocke und dann sehen wir uns ganz bald wieder.